Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Es sind unruhige Zeiten im Reich, aber sie scheint den Laden im Griff zu haben. Unsere Gräfin Helene, zumindest ihre Grafschaft. Aber es gibt eine Sache, die ihr Sorgen bereitet und die hat mit ihrer Familie zu tun, nämlich der Tatsache, dass ihre beiden Söhne sich streiten um das Erbe. Baldarich möchte die Erbfolge nicht anerkennen und möchte selber Herzog von Thüringen werden. Er ist paranoid, ruhig, gefühllos, okay, ein schwieriger Charakter, Trunkenbold, melancholisch, ist wahrscheinlich auch gebrochen worden durch den Gefängnisaufenthalt, auch noch ein Stotterer, und das, da sorgt sie sich. Die Frage ist, kann sie da irgendwas ausrichten? Im Moment nicht, aber vielleicht gibt es noch eine Möglichkeit. Ansonsten gibt es keine weiteren Ambitionen, außer, dass wir ein Bündnis geschlossen haben mit unserer Nichte, Herzogin Oda von Istrien, die mit eben diesem Graf Baldarich verheiratet ist, über den wir gerade gesprochen haben, also mit unserem Sohn. Naja, gut, mal gucken. Es wäre so schön, wenn man so Einfluss geltend machen könnte in der Familie. Da gibt es ja hier und da Möglichkeiten. Ein Ritter ist wieder verbessert worden. Jetzt geht es wieder um Helene, um unsere Enkelin, nämlich die Tochter von Baldarich. Also wir sind mit dem Familienzweig schon sehr eng zusammen. Salz in der Wunde. Während ich mit Helene auf dem Markt war, fiel ihr ein Verbrecher auf, der an den Pranger gekettet war. Helene sah sich den Verbrecher eine Weile an. Als dieser nichts tat, als zu husten und um Wasser zu flehen, verdrehte Helene die Augen und ging weiter. So, sie ist gefühllos. Was sagen wir dazu? Na gut, sadistisch, ja, geht in die Richtung. Dieser Verbrecher ist nicht einmal eurer Aufmerksamkeit würdig. Okay, das wäre dann eher arrogant, aber das, finde ich, passt eher nicht so. Nein, Kind, bringt dem armen Mann das Wasser, nachdem er bittet. Mitfühlend, aber das sehe ich auch nicht. Nö, ich würde sagen, ihr Sadismus, gerade bei so einfachen Leuten, das passt schon. Ein Verbrecher verdient nichts als eure Verachtung. Das haut schon hin. Gut, hier tobt im Übrigen auch nochmal ein größerer Krieg. Der Herzog von Oberlothringen verteidigt gegen Ivo. Es geht um Ida, unsere Nichte. Das hatte ich das letzte Mal erläutert. Da geht es aber nur in Anführungsstrichen um das Herzogtum Oberlothringen. Und hier passiert auch gerade noch was. Ach du Schreck. Die ehemaligen Verbündeten sind jetzt Feinde geworden. Der Kaiser kämpft gegen Frankreich. Und Grund ist Prinz Hugo. Der dritte, Prinz Hugo, ist einfach nur Graf. Aber er ist Sohn von Karl V. Okay, er ist nicht einfach nur ein Graf. Er hat auch Anspruch auf Frankreich insgesamt. Karl VI. In welchem Verhältnis steht er zu ihm? Ach so, das ist ein Bruder. Okay, aber interessanterweise kämpft er nicht um seinen Anspruch, sondern wirklich nur ein Tyrann. Warte mal, er soll abgesetzt werden. Und wer würde erben? Prinz Philipp. Okay, sein anderer Bruder. Vielleicht mag er den lieber. Und in diese Angelegenheit mischt sich nun unser Kaiser mit ein. Ja. Und zwar genau auf der Seite. Interessant. Was er da wohl für Interessen mit hat. Aber es muss ja irgendein Bündnis geben, ne? Verbündet mit Prinz Hugo. Okay, durch Heirat. Mit der Kaiserinmutter. 53? Ernsthaft? Okay. Der ist 24. Alles klar. Naja, merkwürdige Verbindung. Schon wieder so ein Chaos hier. Eine Neuübersetzung. Mehr als alles andere lehrte mich meine Mission, ein gebildeter Mensch zu werden, wie viel ich doch noch nicht weiß. Und es muss noch so viel Wissen geben, das dem Zahn der Zeit zum Opfer fiel, als Bücher verrotteten oder Sprachen in Vergessenheit gerieten. Vielleicht könnte ich ja meinen Beitrag leisten, indem ich eine Neuübersetzung eines Klassikers anfertige. Obwohl, was würde ich überhaupt übersetzen? Aristoteles berühmtes Peripsyches. Ja, das gibt uns direkt auch nochmal einen Lebenswandelpunkt.
wenn das, wenn das geklappt hat. Okay, pass auf. Ich wollte nämlich, ich habe ein bisschen überlegt, ob wir weggehen von der Gelehrsamkeit, weil, naja, die Dinge haben sich doch jetzt ein bisschen anders entwickelt. Aber sie hat sich offenbar jetzt selbst noch ein Projekt gesucht und das will ich ihr nicht wegnehmen. Da warten wir natürlich ab. So, und es gibt ein neues Dynastieoberhaupt, Herzog Hermann. Wer ist das denn? Ah, Hermann von Kärnten. Aus dem Hause Zähringen. 3300 Mann, auch ganz ordentlich mächtig. Mit dem Haus hatten wir lange nichts zu tun. Die sind ebenso clever und mischen sich nirgendwo ein, haben aber sehr verteiltes Gebiet hier im Reich. Da kommt jetzt die Neuübersetzung. Ich lasse mir meine Aufzeichnung zu meiner Übersetzung von Peripsyches vorlesen als... meine Fürstin, bitte verzeiht, aber seid ihr gerade eingeschlafen? Grundgütiger, dieser Klassiker ist unerträgliches Geschwafel. So, wollen wir uns zwingen? Puh, es kostet Anspannung. Wir könnten das abgeben an unsere Gelehrten oder wir machen eine Pause. Demütig, ehrlich. Alles ist möglich, würde ich sagen, mit unseren Eigenschaften. Ich denke, das werden wir mal würfeln. Ich würfel eine 4 und das bedeutet, meine Gelehrten können einen größeren Teil der Verantwortung übernehmen. Es kostet uns nur 2 und die Güte steigt etwas. Ja. Und jetzt sind wir beim neuen Vorzug. Ich werde hier mal weitergehen mit Strahlen, Frömmigkeitsauswirkung plus 100%. Wir erscheinen also jetzt den Leuten als besonders frömmig. Wir sind gerade hier, das heißt, die katholische Kirchenmeinung ist verdoppelt. So würde ich das interpretieren. Ja, wie gesagt, ich wollte jetzt gerne den Lebenswandel ändern, aber... Nein, wir lassen sie natürlich jetzt hier definitiv nochmal die Übersetzung beenden. Eine Neuübersetzung. Meine Übersetzung von Peripsyches geht voran, aber ein Abschnitt der Version, die ich als Quelle nutze, lässt mich innehalten. Meine Schreiber bestehen darauf, dass die Worte auf der Seite als wir zwei Füße halten und geistesaufstrebende Klingen von Jäger bedeuten. Das kann doch nicht stimmen, oder? Da fällt mir schon was Passendes ein. Das könnte... Okay, das ist so, als ob wir uns was ausdenken. Das passt eigentlich nicht zu uns. Wir übersetzen den Text genauso, wie es ist. Das würde eher passen. Ah, warte mal. Weil wir Gelehrter sind, wissen wir schon, worum es da geht. Die Bedeutung ist doch offensichtlich. Überlass das mir. Okay, die Übersetzungsgüte steigt dadurch erheblich. Ja, großartig. So, die andauernde Arbeit an der Übersetzung von Peripsyches ist kräftezehrend. Ständig muss man sich konzentrieren, verstehen und kreativ sein. Und ich bin ausgelaugt, als sich das Werk seinem Ende neigt. Noch ein paar Seiten heute Nacht und dann noch ein paar morgen. Ich muss mich vor allen anderen Ablenkungen schützen, bis es vollendet ist. Oder das Buch kann eine Weile warten. Tja, auch das ist alles möglich. Sie ist jetzt nicht fleißig oder ehrgeizig. Deswegen, ich würfle eine 6 und das heißt, das Buch kann eine Weile warten. Damit steigert sich die Güte nicht nochmal. Und nun, Stunden am Stück arbeite ich in flackerndem Licht der Kerze. An der Übersetzung von Peripsyches. Oft fällt mir kaum auf, wie die Zeit vergeht. Meine Schreiber erinnern mich jedoch daran. Meine Fürstin, es muss schon nach Mitternacht sein. Ist es nicht Zeit, sich auszuruhen? Ja, das ist dasselbe Thema wieder. Okay, ich würfle wieder. Und diesmal eine 3. Ein wenig Schlaf wird uns gut tun. Und wir sind immer noch dabei, Polnisch zu lernen, nicht wahr? Um uns mit unserem Bischof zu unterhalten. Uschiech. Es scheint, als hätten meine Studien der lechischen Sprache auch die Ohren von Baron Mikolai erreicht. Er spricht Lechisch als Muttersprache und bietet mir an, mir bei meinen Studien zu helfen. Ich verlange nicht mehr als eine symbolische Belohnung für meine Mühen, meine Gräfin, sagt er genau aufpassend. Okay. 50 Gold für die Sache. Ein Gefallen für ein Gefallen. Tja, demütig. Machen wir mal ein Gefallen für ein Gefallen. Das ist okay. So. Oh,
Warte mal, ein Vorzug wurde freigeschaltet. Das müssen wir uns anschauen. Was hier gewählt wurde, halt, das ist nicht der Punkt. Wow, Sippe. Sehe ich jetzt schon. Der letzte Sippe-Vorzug. Erhöht die Werte mit dem Alter. Kein Kampfgeschickverlust durch Alter. Interessant, dass er hier wirklich alles durchgezogen hat. Aha. Okay, das heißt, wir müssten jetzt mit dem Alter auch immer besser werden. Und das betrifft alle unsere Charaktere. Enorm. So, Graf Beneda wurde exkommuniziert. Aber der ist weit entfernt. Irgendwo in Böhmen. Und nun ist es vollendet. Eine hervorragende Übersetzung ist uns scheinbar gelungen. Meine Übersetzung von Peripsychis ist endlich abgeschlossen. Meine Worte ruhen auf wunderschön verzierten Seiten, geschützt von einem prächtigen Deckblatt, das der Bedeutung des Werkes angemessen ist. Der Foliant hat seinen Ehrenplatz in meiner Bibliothek und jeder Priester, der ihn liest, ist höchst beeindruckt von meinem Schaffen. Einige sprechen bereits davon, sich selbst Abschriften anfertigen zu lassen. Großartig. Also, da... Wir sind jetzt versierter Übersetzer, bringt uns nochmal Klerus, Meinung, Frömmigkeit und einen Bildungslebenswandel Vorzug, den wir jetzt einsetzen können. Tja, wir machen mal weiter. Das hat ja offenbar mit theologischen Fragen zu tun. Deswegen wird sie eifrige Bekehrerin, auch wenn Gemeindebekehren vermutlich niemals von ihr praktiziert werden wird. So, jetzt ist aber der Moment gekommen, wo ich das umsetzen will, was ich vorhatte. Ich sagte ja, dass sie sich Sorgen macht um ihre Söhne, die sie natürlich beide liebt. Wir haben einmal Herzog Amalrich. Wie gut geht's dem? 42 in Ordnung. Hat Anspannungsstufe 2, auch so ein Thema. Und genau, es rivalisiert hier mit Graf Balderich. Wie geht's dem? Trunkenbold melancholisch. Ja, und die würde sie gerne beide wieder zusammenführen. Und ja, manchmal hat man ein bisschen Glück. Warte mal, hier, Diplomatie. Ich würde gerne hier auf Schwerpunkt auf Familie gehen und Familienhierarch. Das gefällt mir eigentlich. Auch wenn hier konkretes nichts dabei ist, aber manchmal kann man Annäherung organisieren. Vielleicht würde es dann sogar helfen, mal ein Festmahl zu veranstalten. Aber wir haben immer noch, wir stehen immer noch in der Schuld des Papstes. Wir müssen eigentlich hier noch ausbauen. Und das ist leider noch weit entfernt. 467. So lange können wir eigentlich kein Fest. Wir sind ehrlich, wir wollen es auch nicht hinterziehen. Kommt eigentlich nicht in Frage. So, nach vieler harter Arbeit habe ich endlich die lechische Sprache gelernt. Endlose Stunden, in denen ich die Betonung übte, schlaflose Nächte, in denen ich den Tonfall nachahmte, unzählige Stunden, in denen ich die Intonation meisterte. Am Ende hat sich all das gelohnt. Während meiner Studien habe ich zudem versucht, den Akzent von Uszczech zu imitieren. Ich bin mir sicher, er wäre von meinen Ergebnissen beeindruckt. Und natürlich achten mich die polnischen Bauern. Was hat sie denn mit polnischen Bauern jetzt zu tun? Egal. Wir schreiben mal einen Brief an unseren Bischof. Okay. Der liest das aber wie eine unaufrichtige Verhöhnung. Na toll. Er verliert 25 Meinung und es könnte eine Rivalität beginnen. Aber wir haben das Lechische gelernt. So, wie immer mal ganz kurz einen Blick. Nein, hier ist keine neue Petition möglich. Kriege wollen wir auch erneut nicht erklären. Jetzt ist die Frage, wollen wir das so ein bisschen klären, was hier passiert ist? Ja, komm, wir machen einmal eine Beeinflussung nach dem Motto, das ist falsch verstanden worden und so weiter. Es gibt eine Fraktion gegen Kaiser Anselm. Prinz Johann möchte sich auf den Thron bringen. Was hat der denn für Ambitionen? Ah, er ist ein Bruder. Ich verstehe. Ein Bruder, Graf von Frankfurt und Dithmarschen. Naja, da kann man ja mal gespannt sein, ob es da Leute gibt, die ihn dabei unterstützen. Ja, es gibt Leute. Herzog Otto von Tirol. Jetzt zeigt es sich, wie beliebt der Kaiser ist. Ach, wir haben schon wieder die Karte. Ich hasse dieses Event. Ah, warte mal. Hier. Kommt, jetzt wollen wir mal ihre sadistischen Züge ein bisschen zum Tragen kommen lassen.
Es gibt offenbar ein feindseliges Komplott. Das wird jetzt offenbart. Der wird getötet durch unsere Folter. Und wir sind noch wachsamer. Ermordung von Rishwara-Komplott wurde bloßgestellt. Was ist das? Komplotte. Ach so, hier haben wir es. Ermordung von Rishwara. Ach so, wir wissen aber nicht, wer dahinter steckt. Rishwara ist die Frau von Philibert von Scharfenberg. Ja, pff, naja. Okay, der Pöbel hat irgendwelche Auseinandersetzungen. Ja, ist jetzt, glaube ich, nichts, wo wir uns reinmischen müssen oder uns Sorgen machen müssen. Aber hier haben wir wieder Helena. Einbruch in die Waffenkammer bei den Wunden von Gott. Diese verfluchten Belger. Meine Enkelin Helene und ihre Gefährtin Oda. Oda von Ravensberg. Wurden erwischt, nachdem sie sich in die Waffenkammer geschlichen hatten. Wissen sie denn nicht, dass Waffen gefährlich sind? Einer der Dienstboten ertappte sie auf frischer Tat. Oda lag weinend und blutend am Boden, während Helene einfach weiter mit der gestohlenen Waffe spielte. Anscheinend wollte Helene nicht mit dem Spaß aufhören, nur weil Oda alles versaut hat. Was soll nur aus diesem Kind werden? So. Okay. Entweder sie bleibt eigenwillig. Ah ja. Wir sind ehrlich, dann müssten wir sie auch in diese Richtung bringen. Ihr hättet euer Fehlverhalten zugeben sollen. Flegel, sagen wir. Bringt uns allerdings auch Anspannung. Nun, ein Anstifter ist entdeckt worden. Magnus will Rishwara umbringen? Warum das denn? Ist er wie eifersüchtig oder was ist das für eine Geschichte? Sind die Rivalen? Ah, okay, die sind Rivalen, ja. Was für ein ekelhafter Unhold. Das allerdings können wir eigentlich nicht so richtig dulden, oder? Herzog Guglielmo von Toskana ist exkommuniziert worden. Was machen wir jetzt mit ihm? Wir haben da nicht so viele Möglichkeiten, oder? Entlassen können wir ihn? Ich würde sagen, entlassen. So lösen wir diesen Konflikt. Da wird er wenig Chancen haben, hier noch den Mord durchzuführen. So, es gibt eine neue Nebenlinie. Der Herzog von Krain hat diese etabliert. Okay, Petition ist nichts. Gedanken niederschreiben werden wir tun, sobald es geht. Wir tauchen unsere Feder ein. Natürlich. So, wir haben schon die 300. Wir benötigen aber, glaube ich, über 400. Philibert. Das ist gelungen. Das können wir insofern aufgeben. Gibt es jemanden, um den wir uns jetzt noch bemühen müssen? Wir haben ja schon wieder einen neuen König von Lothringen. Wartet mal. Ach, Balduin hat abgedankt. Dietwin ist es. Jetzt der Sohn von Balduin. Oh mein Gott. Ja. Mächtig ist auch er. Vereint die gesamte Macht des Hauses auf sich. 16. Eine Vertrauensperson. Es gibt auch wieder Blutsbande. Ah, okay. Logisch. Mitglied der Dynastie. Bündnis minus 26. Ich würde sagen, ja. Aus Staatsräsongründen werden wir uns mit dem mal befassen. Ich denke, da könnte ein Bündnis erneut hilfreich sein. Ein König. Komplimente. Mein Enkel König Dietwin soll empfänglicher für meine Versuche werden, mich ihm zu nähern. Hierzu kann ich meinen nächsten Sendschreiben an seinen Hof ein Kompliment beifügen. Seine Ambitionen loben. Hat er denn Ambitionen? Tapfer, unersättlich, unersättlich? Oder, ja, keine Ahnung. Hat eigentlich keine Ansprüche. Ich würde sagen, wir halten den Brief kurz und professionell. Ja. Ritter ist verbessert worden. Warum erscheint jetzt laufend diese Petition? Das Glaubensoberhaupt kann uns nochmal Gold geben. Na, das ist hervorragend, weil dann haben wir, glaube ich, fast alles zusammen. Und das wäre eine Krönung ihrer Stiftungstätigkeit. Sehr schön. Die Steuerrückzahlung. Hervorragend. Da sind wir bei 450. Und was benötigen wir? 467.
Toll. Das dürften wir doch bald zusammen haben. Okay. Hugo hat hier Wort für uns eingelegt bei der Gräfin von Speyer. Mhm. Das ist die, wo wir eigentlich so einen Anspruch haben, den wir nicht durchsetzen wollen. Und nun, ein Charakterfehler. Oh, es geht um unseren Sohn. Wenn ich dereinst aus dieser Welt trete, soll mein Sohn Erbeherzog Amalrich an meiner Stadt regieren. Das ist nämlich jetzt das Thema Familie. Leider kursieren an meinem Hof Gerüchte über seine unersättliche Gier. Ich frage mich, ob er sich die Treue meiner Vasallen sichern kann, wenn ich einmal nicht mehr bin. Ja, das ist sicher ein Problem. Wir können das beheben und sagen, vielleicht überwindet er das Ganze. Wir könnten seine Vorzüge betonen. Wir könnten ein Vorbild sein. Demütig, sadistisch, ehrlich. Das ist auch wieder alles möglich, ne? Alles ist möglich. Ja. Alle Eigenschaften würden das ermöglichen. Ich würfel eine 5 und sie will ein gutes Vorbild geben. Okay. Und nun ist es schon geschehen. Ernsthaft? Nein! Oh mein Gott, ich dachte gerade, wir sind gestorben. Aber es ist Amalrich. Was? Er wurde ermordet. Im Alter von 44, wenn das nicht mal unser anderer Sohn ist. Oh Gott, wie konntet ihr Amalrich das antun? Wenn ich gesündigt habe, warum bestraft ihr dann nicht mich? Er war bar jeder Schuld, mein perfekter Sohn. Naja, so perfekt. Das Leben hatte noch so viel vor mit ihm. Das hat er nicht verdient. Nein, und das haben wir als Mutter auch nicht verdient. Oh mein Gott. So, warte. Damit ist jetzt sein Sohn Herzog Luitpold. Tapfer, zornig, rachsüchtig. Erstmal keine Rivalen. Okay. Die haben noch keine Kinder, weil Radegund von Querfurt ist erst 15. Aber ja, jetzt ist natürlich die Frage. Graf Balderich, war er es? War er es? Nicht ganz unwahrscheinlich. Tja, aber können wir aus der Ferne da irgendwas unternehmen? Wenn man ehrlich ist, ist man wahrheitsliebend. Das heißt, wir wollen schon die Wahrheit rausbekommen, würde ich sagen. Können wir unseren eigenen Mann dort ansetzen? Weiß ich doch, müsste eigentlich ja gehen, ne? Geheimnisse aufspüren. Warte mal. Da oben. Ist die Frage, ob wir sie da rausbekommen in Schmalkallen. Wir gucken mal. Versuch mal, da was rauszubekommen. Anselm. Haben wir zufälligerweise noch einen besseren inzwischen. Cecilia, ja, aber zu Anselm haben wir schon ein hohes Vertrauen. Na sowas. Ja, und der Erbe wird auch Krems erben, das wissen wir. Was für eine Entwicklung. Sie ist 64. Fühlt sich aber immer noch, ist immer noch guter Dinge. Gut. Neuer möglicher Befehlshaber, wohlan. Unser Neffe ist im Kerker. Ivo von Neuenburg. Ah ja, okay, diese Geschichte ist hoffentlich endlich zu Ende dort. Haben die das mal geklärt? Der ist freigelassen worden. Wer ist denn jetzt hier der? Warte mal, können wir das uns irgendwie anzeigen lassen? Ja, Oberlothringen. Herzog Meginer ist es, glaube ich, geblieben. So, Dietwin haben wir erfolgreich beeinflusst. Das wird vermutlich noch nicht fürs Bündnis... Ah, es wird sowieso nicht fürs Bündnis reichen, glaube ich. Meinung plus 12. Das heißt, wir können das nochmal verdoppeln, aber wir erreichen nicht die 24. Naja, versuchen wir es nochmal ein bisschen. Wir bleiben nochmal dabei. Wie ist eigentlich unser Verhältnis zu Herzog Luitpold? Ziemlich gut auch.
Aber da sollten wir auf jeden Fall versuchen, noch ein Bündnis. Ach, das geht nicht. Zu. Hä, das ist doch unser Erbe. Da muss doch ein Bündnis möglich sein. Zu weit entfernt, verwandtschaftlich. Er ist halt eine Generation weiter. Das scheint nicht zu reichen. Aber aufgrund der Tatsache, dass er Erbe ist, hätte ich schon damit gerechnet, dass das irgendwie möglich wird. Es wird persönlich. In unserem letzten Brief erwähnt der Herzogin Crescenza von Angria beiläufig ein Gespräch, das sie vor kurzem hatte. Ich wusste ja gar nicht, dass sie sich ebenfalls für dieses Thema interessiert. Diese Briefe sollen eigentlich rein diplomatischer Natur sein, aber natürlich schneiden sie mit unter persönlichere Themen an. Ja, Crescenza, nette Frau. Lasst uns mehr darüber reden. Okay, alles klar. Wir lernen sie immer näher kennen. Nächste Fraktion gegen den Kaiser. Okay, die andere. Ne, ist die neu? Bauernpöbel ist neu. Hier hat sich tatsächlich Dietwin dazugesellt und will Prinz Johann zum Kaiser machen. Ach, schon wieder. Ein glücklicherweise fragwürdiger Bundesgenosse. Mir kam zu Ohren, dass einige Gemeine meines Reichs nach Luxemburg ziehen, wo mein Enkel König Dietwin residiert. Ortsansässige, die mich loben, auch wenn sie zugezogen sind, können sich ja nicht schaden, dabei seine Meinung von mir zu verbessern. Gold? Nee, nehmen wir nicht. Das ist es nicht wert. Denn wir brauchen Gold. Fällt mir gerade ein. Der Moment ist nämlich schon länger gekommen. Wir können den Tempel verbessern. Und das ist wirklich jetzt eine große Sache. Gibt uns 0,4 mehr Steuern. 100 mehr Aufgebote. Dort zumindest, ja. Nicht uns, sondern das ist nur indirekt natürlich. Über die Abgaben. Aber doch ein wichtiger Beitrag ihrerseits. Und ich würde sagen, mit diesem Punkt können wir mit gutem Gewissen dann erst einmal diese Folge beenden. Oder wollen wir noch das Geheimnis? Doch, das Geheimnis wollen wir noch rausbekommen. So lange lassen wir das hier noch laufen. Wir haben noch Diplomatie erhalten. So, Mord. Jetzt wissen wir es. Bei der Erfüllung seiner Pflicht als Ratsspitzer ist Bürgermeister Anselm auf ein Geheimnis gestoßen, das mein Sohn Baldarich hat. Er scheint hinter dem allzu frühen Tod von Herzog Amalrich zu stecken. Okay. Wir haben es schon geahnt und nun ist es raus. Und jetzt ist die Frage, was tun wir? Schwierige Frage, weil wir eigentlich wenig tun können. Außer es einfach offenbaren. Wir werden sehen. In der nächsten Folge. Bis dahin macht's gut, euer Steinwallen.